Ich wollte nach Haus, da passierte es nachts gegen 10. Die Kurve war gemein, ich bremste ab und kam erst im Graben zum Stehen. Der Wagen war Schrott, doch ich kam raus, aber wie ist mir heute noch nicht klar. Ich fluchte ganz laut, ausgerechnet hier, weil die Straße sehr einsam war. Dann ging ich los, das Bein tat mir weh, ich hielt es vor Schmerzen kaum aus und suchte verzweifelt, ich weiß nicht wie lang, im Nebel nach einem Haus. Ganz plötzlich dröhnte Motorengeräusch, wird lauter, kommt näher zu mir. Zwei Lichter, ein LKW, wie aus dem Nichts, auf der Plane steht Phantom 4. Bevor das Ungetüm richtig stand, hat er die Tür aufgemacht. Ich fragte, hallo, nimmst du mich mit? Bei mir hat's grad gekracht. Der Fahrer war ein cooler Typ, pechschwarze Augen, bleichen Gesicht. Er nickte stumm, dann gab er Gas und stierte in Scheinwerferlicht. Kennst du dich aus? Ich suche hier was, wo ich telefonieren kann. Wenn ihr noch eine Kneipe offen habt, dann fahr doch bitte rechts ran. Wieder das Nicken, wieder kein Wort, dann endlich im Nebel ein Licht. Als er anhielt, sprach er ganz leise und tief, seine Worte vergesse ich nicht. Sag den anderen schon, lässt grüßen, irgendwann kommt er vorbei. Er fährt noch die gleiche Strecke mit dem LKW um zwei. Sag den anderen schon, geht's besser, seit sein Boss ein anderer sei. Nur wenn's Nacht ist, muss er fahren, denn dann kriegt er nicht mehr frei. Auf dem Weg in die Kneipe zum Telefon höre ich noch einmal seinen Motor. Ein komischer Kauz, dachte ich bei mir, ging hinein bis zum Tresen vor. Herr Wirt, erstmal ein Bier und ein Korn nebenbei, Joe hat mich hergebracht. Ich soll alle schön grüßen, er wäre auch gerne hier, doch er hat noch was vor heute Nacht. Da stutzte der Wirt, sah mich ungläubig an, schönen Gruß von Joe, ist das wahr? Ich will mal zeigen, was Joe so treibt, seit auf die Stunde genau einem Jahr. Mit Lampen gingen wir beide hinaus, zum Abfahren gleich hinter der Tür. Ein verunglückter LKW lag verrottend da, auf der Plane stand Phantom 4. Sag den anderen, Joe lässt grüßen, irgendwann kommt er vorbei. Er fährt noch die gleiche Strecke mit dem LKW um zwei. Sag den anderen Joe lässt grüßen, so hat er zu mir gesagt. Nie mehr fahr ich diese Strecke